Sie sind erfolgreich, verdienen Millionen und gehören zur Top-Elite der Superstars. Doch ein Schicksal teilen sie trotz ihren Ruhms, die heimtückische Krankheit Lupus. Stars wie Selena Gomez, Lady Gaga sowie Seal, der davon die auffallenden Narben im Gesicht hat, wurden positiv auf Lupus getestet. Popstar Selena Gomez musste sogar ihre Europatour abbrechen. Wir haben unsere Vogue-Expertin über die heimtückische Krankheit befragt. Der Lupus ist eine Autoimmunerkrankung. Es gibt verschiedene Faktoren, die einen Ausbruch der Erkrankung begünstigen können. Hierzu gehören zum Beispiel Umweltfaktoren, Stress, Hormone oder Medikamente. Anfangs kommt es häufig zu allgemeinen Symptomen wie Gewichtsverlust, Fieber, Abgeschlagenheit, Gelenkbeschwerden oder Muskelschmerzen. Eine endgültige Heilung gibt es nicht, aber es gibt sehr gute Therapieerfolge mit Medikamenten. Auch Topmodel Bella Hadid leidet an einer schlimmen Erkrankung, der sogenannten Lyme-Borreliose. Ähnlich wie bei der Lupus-Erkrankung zeigt sich die Schwester von Gigi Hadid sehr geschwächt und müde der Öffentlichkeit auf Instagram. Erst vor kurzem sprach die Mutter von Bella und Gigi Hadid, Yolanda Hadid, über den Zustand ihrer Tochter in der Sendung Good Day New York. Wisst ihr, Bella hat damit zu kämpfen. Es ist schwer, sich vorzustellen, dass diese schöne, helle Lichtgestalt auf den Titelseiten von Magazinen solche Probleme hat. Sie ist immer müde, sie könnte 10 Stunden schlafen, aufwachen und sagen, ich bin immer noch müde. Bei der jüngeren Generation äußert es sich in Angst, akuter Erschöpfung, Gelenkschmerzen, grippeähnlichen Symptomen und sie haben einfach ständig damit zu kämpfen. Doch nicht nur Bella leidet darunter, sondern auch die Mutter selber, sowie Bellas jüngerer Bruder, betrifft diese Infektion. Wir wünschen allen Beteiligten viel Kraft und Stärke.